Geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, okay, der Schraubschlüssel gehört nicht dazu, aber Leute, heute gibt es mal wieder einen kleinen Vlog hier aus meinem Studio. Und zwar wollte ich euch, beziehungsweise ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, mein erster Gig, sage ich mal, in einem Fitnessstudio. Sagen wir es mal so, ein Gig direkt war es jetzt nicht, aber ein kleiner Soundcheck. Aber bevor wir jetzt zum richtigen Video kommen, wollte ich euch mal ein kurzes Update von meinem Studio zeigen. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Zwar nicht viel, weil ihr wisst ja, ich hatte ja letzte Woche, beziehungsweise, ja, ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Und ich wollte eigentlich hier mein Studio ein bisschen auf Vordermann bringen. Das Problem ist nur, ja, ich kann es euch mal kurz zeigen. Mein Controller ist nicht mehr da, beziehungsweise hier hinten dieses Regal war voll und ich habe mit meinem Vater zusammen hier alles aufgeräumt. Ja, das Problem ist nur, dass hier hinten noch alles, ja, nicht zugemüllt, aber noch Sachen stehen, die ich hier nicht mehr drin haben will. Wie ihr, wie gesagt, im Titel schon lesen konntet, ging es ja heute, oder war ich an einem Samstag, also letzten Samstag, nicht auf einem Gig, sondern mich hat ein Fitnessstudio angeschrieben und die haben mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, am 15.12., also jetzt in 2 Wochen, auf deren Weihnachtsfeier oder Weihnachtsparty aufzulegen. Und zwar haben die so eine Aktion mit, Leute können kostenlos zum Trainieren kommen und ich begleite die Leute sozusagen mit der Musik. Das heißt, es wird jetzt nicht irgendeine Playlist abgespielt, die wo eigentlich immer in jedem Fitnessstudio läuft, sondern ich entscheide diesmal, was aufgelegt wird und welche Musik laufen wird. Ja, ich habe mir auch einen guten Plan gemacht. Das heißt, ich habe mir bei dem Soundcheck eine kleine Playlist zusammengestellt, um ja, den Veranstalter so einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Ich habe denen auch meinen YouTube-Channel mal, also meinen zweiten YouTube-Channel, mal per Messenger, also per Facebook, glaube ich, war das, mal zukommen lassen, damit die wissen, was ich denn auflege. Und die haben mich halt gefragt, so hey, ob ich den Bock habe und ob ich da überhaupt Zeit dafür habe. Und ich habe gesagt, hey, warum denn nicht? Deswegen sieht es jetzt hier auch ein bisschen so aus. Hier ist noch ein bisschen Styropor und hier unten befindet sich mein DJ-Controller. Also nein, Leute, ich habe ihn nicht verkauft, sondern ich habe den einfach nur in meiner alten Hülle. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ja, ich habe den jetzt hier einfach in der originalen Hülle von Pioneer, also so wie man den bekommt, wenn man den kaufen würde, eingepackt. Denn es gibt zwar so eine Art, ja, Tasche für diesen Controller, aber das Problem ist, die kostet 120 Euro und die Tasche besteht eigentlich nur aus Kunststoff. Da habe ich gedacht, so hey, bevor ich jetzt 120 Euro einfach schon mal schnell wieder ausgebe, packe ich den einfach hier rein und nehme den einfach so mit. Es ist halt ein bisschen komplizierter, den so zu transportieren, weil man muss das irgendwie, ja, so einen fetten Karton überall hintragen. Und dazu habe ich meinen Rucksack mitgenommen. Den nehme ich eigentlich immer mit, wenn ich irgendwo Fotos mache, irgendwelche kleine Soundchecks, sage ich mal, wie ich jetzt letztens gemacht habe. Oder ja, wenn ich einfach mal ein bisschen auf Reisen bin. Und das zeige ich euch mal kurz. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich habe mir einen Amazon Basic, hier kann man es auch gut erkennen, genau, Amazon Basic Rucksack gekauft. Und zwar sieht das so bei mir aus. Gut, dieses Kabel gehört zu diesem Controller, das heißt, ich werde jetzt hier gleich wieder meinen Controller aufbauen. Und wie in dem letzten Video schon euch erklärt oder gezeigt, beziehungsweise in einer meiner Videos, habe ich hier drinnen meine schönen Kopfhörer. Und das habe ich damit gemeint, ihr könnt es einfach viel praktischer transportieren. Das heißt, ich habe das jetzt einfach hier in diese Hülle, beziehungsweise in die Stofftasche da reingetan und einfach hier so reinplatziert. Hier an der Seite hatte ich dann meine GoPro drin. Ja, ich habe dann mit dem Veranstalter noch kurz gequatscht und habe ihn gefragt, so, hey, würdest du was ausmachen, wenn ich für meinen zweiten Kanal, also ihr wisst ja, ich mache noch Live-Mixe auf meinem anderen Kanal, und da habe ich ihn gefragt, ob es ihm was ausmachen würde nach dem Soundcheck, wenn alles funktioniert, ob ich einen kleinen Mix aufnehmen kann. Und ich blende euch jetzt mal kurz einen Part ein. War, wir waren jetzt noch nicht so top vorbereitet, das heißt, überall lagen noch Kabel und wir haben auch an dem Tag noch die ganzen Boxen aufgebaut. Kurz gesagt, einfach nur per Testzweck alles mal grob aufgebaut
Und deswegen habe ich halt alles schon mal mitgenommen, deswegen sieht es ja auch hier jetzt noch so aus. Ja, das einzige Problem, was ich dann hatte, ja, er hat mir geschrieben, ob ich denn Ahnung habe, wie ich das Ganze alles mit meinem Controller anschließe. Ich muss dazu sagen, normalerweise nehme ich meinen DJ-Controller eigentlich nicht mit, außer bei Hauspartys oder Privatpartys oder jetzt in einem Fitnessstudio, sage ich mal, wenn sie keinen eigenen Controller haben. Weil in dem Club ist es ja so, wenn ihr irgendwie in dem Club auflegt oder so, dann habt ihr ja meistens schon das ganze Equip vor euch. Das heißt, ihr müsst einfach nur USB-Stick mitnehmen, Kopfhörer mitnehmen, eventuell noch einen Laptop. Aber ihr wisst ja, ich lege nicht mehr mit dem Laptop auf, weil ja hier ein integriertes Display ist. Und auch in den Clubs, die arbeiten mit Pioneer Controller. Deswegen bräuchte man keinen PC oder Laptop mehr. PC wäre natürlich ein bisschen crazy. Aber ich kann euch mal zeigen, weil er mich dann gefragt hat, so, ob ich denn weiß, wie man halt das Ganze anschließt an meinen Controller. Dann habe ich gesagt, ja. Ich arbeite zum Beispiel mit Cinch-Kabel und stecke den einfach so easy an meinen DJ-Controller. Und dann hat er gesagt, ja. Er hat aber noch XLR-Kabel für andere Boxen. Das heißt, wir hatten insgesamt 4 Boxen angeschlossen, inklusive einen fetten Subwoofer. Dann habe ich ihn gefragt, so, hey, wo hast du eigentlich diese Boxen her? Und er meinte so, ja, aus einem alten Club. Der Club hat sich aufgelöst. Ich war selber in dem Club damals feiern. Und dann dachte ich mir so, was? Solche Boxen? Ja, das einzige Problem war nur, dass der Raum, oder ihr wisst es ja, wie ein Fitnessstudio aufgebaut ist, ziemlich groß, sind zwar viele Geräte drin, aber wenn ihr solche Boxen, wie jetzt bei mir der Fall war, zum Auflegen habt, dann halt es da drin. Das heißt, ich musste ein paar Einstellungen an meinem Controller machen, dass ich, ja, dass es nicht so krass halt, aber wir haben es einigermaßen gut hinbekommen. Und ich kann jetzt mal kurz meinen DJ-Controller wieder aufbauen. Ja, falls ihr mal in so eine Situation kommen solltet, dass ihr euren eigenen Controller bzw. einen Pioneer-Controller mitnehmen müsst, dann zeige ich euch mal, wie ihr das am besten anschließen könnt. Und deswegen würde ich sagen, ich räume jetzt hier mal kurz auf und dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich habe ihn jetzt mal wieder ausgepackt, aber ihr wisst ja, ich habe euch das auch schon mal in einem Video gezeigt, mein Tisch ist viel zu niedrig zum Auflegen. Und zwar, hoppala, so, und zwar würde ich hier unten dann stehen und deswegen nehme ich halt immer den Karton hier und packe den mir unter den DJ-Controller, damit ich einfach ein bisschen gerader dastehe und viel angenehmer mixen kann. Deswegen würde ich sagen, ich muss jetzt wieder umbauen und zeige euch gleich mal, wie man den Controller am besten anschließt. Ach ja, genau, was ich noch sagen will, bei mir war es so, beziehungsweise wo ich mir den DJ-Controller gekauft habe, habe ich von dem Verkäufer, ich muss mal schauen, wo das ist, das wird irgendwo hier drin sein, ein Produkt-Key bekommen. Das heißt, wenn ihr euch registriert auf Pioneer, also auf der Homepage, habe ich einen Produktschlüssel dafür. Das heißt, ich kann die Vollversion an einem Laptop mir runterladen und die sozusagen benutzen. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie Serato oder Virtual DJ hernehmen, sondern ich kann direkt die Software vom Pioneer nehmen. Ja, deswegen lasse ich das eingepackt, dass, wenn ich mal wieder meinen Controller verkaufen sollte, was ich eigentlich nicht vorhabe, dann kann ich hier noch ein bisschen Geld rausholen, weil, ja, ich glaube, die Lizenz für diesen Produktkey kostet auch schon 120 Euro oder so. Genau, dazu liegt auch noch ein Kabel, also einfach ein Anschlusskabel für den Controller an einem Laptop oder am PC. Also PC wäre ja Schwachsinn. Und sonst habt ihr noch Haufen Müll dabei. Und ja, Leute, ich werde es versuchen. Es wird wahrscheinlich richtig schwer werden. Aber ich versuche jeden zweiten Tag einen Vlog jetzt zu machen. Ich habe noch ein paar Ideen, was ich jetzt als nächstes machen werde, wie FL Studio habe ich euch noch einiges zu zeigen und vom DJ-Controller leider nicht mehr so viel, weil eigentlich kann man da nicht so viel erklären, wie man mixt oder so. Aber falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Ja, vielleicht ergibt sich daraus wieder eine neue Idee, wo ich wieder ein Video drüber machen kann. Und ja, so random Vlogs wie das jetzt hier sein, weil ich muss sagen, mir macht das auch Spaß, wenn ich jetzt so einfach ein bisschen mit euch quatsch und ein bisschen euch was erkläre, wie zum Beispiel mein Soundcheck war oder wie der Gig war. Ja, ich werde auch versuchen, am 15.12., wenn ich diesen Gig dann habe, also diesen Auftritt, dass ich euch mitnehme mit der Kamera, aber dazu gibt es dann noch mehr Infos, deswegen folgt mir gerne mal auf Instagram. Ja, da kriegt ihr dann auch immer Updates von mir, wo ich mich gerade befinde oder was jetzt demnächst ansteht. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal kurz, wie ich meinen Pioneer Controller anschließe. So Leute, und zwar, also ich habe ihn jetzt wieder aufgebaut, das heißt meinen Karton wieder drunter gestellt und den Controller wieder draufgestellt. Das ist halt ein bisschen nervig, wenn man den irgendwie
immer transportieren muss und halt keine, ja, keinen Case dafür hat. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze angeschlossen habe. Und zwar hat er ja gesagt, er hat zwei Vorverstärker, beziehungsweise so zwei Art Mischpulte, weil man braucht ja ein Mischpult, wo das Signal reingeht und wo das Signal wieder rausgeht. Und zwar, ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen erkennen, also ich arbeite hier mit Cinch und wie man hier sehen kann, Master 1 und Master 2. Das heißt, ich habe einmal zwei Boxen von in dem Fitnessstudio jetzt über Cinch angeschlossen und zwei hier einfach ganz easy über XLR. Und ihr müsst zum Beispiel hier am Controller eigentlich gar nichts mehr einstellen, sondern dann alles über das Mischpult. Und es ist eigentlich nur ein Knopfdruck, das heißt, ihr müsst ja das Mischpult anmachen, gut ein paar Regler noch einstellen. Und wie gesagt, also ich hatte zwei Boxen über XLR und zwei Boxen über Cinch angeschlossen. Ich habe meinen USB-Stick dabei gehabt, meine Kopfhörer dabei gehabt. Genau, sonst gab es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Es war eine coole Erfahrung und es ist eine coole Location gewesen, einen kleinen Mix da zu drehen. Und wenn ihr den ganzen Mix sehen wollt, dann schaut gerne mal auf meinem zweiten Kanal vorbei. Ich habe heute das Video hochgeladen. Ist schon ziemlich gut bei den Leuten angekommen und würde mich freuen, wenn ihr auch vorbeischauen würdet und einen Kommentar da lassen würdet, um zu sehen, ob es euch genauso gefällt wie den anderen. Genau, in diesem Sinne, Leute, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt für Videos oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, unten in die Kommentare reinpacken. Ich schaue, dass ich darüber dann ein Video machen kann. Ja, in diesem Sinne melde ich mich schon mal ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein bisschen informationsreich gewesen. Dann werde ich demnächst auch noch meinen Song weitermachen. Das Problem ist, ihr wisst, ich habe einen Vollzeitjob. Ich mache Fitness 3 bis 4 Mal die Woche. Ich muss Videos schneiden, beziehungsweise erstmal produzieren und dann schneiden. Und dieses Schneiden, das kostet so viel Zeit, das wissen die meisten gar nicht. Aber ich will euch jetzt nicht weiter zuschwafeln, sondern ich werde mit euch noch ein paar Projekte durchgehen, wie Studio, Umbau hier. Und genau, in diesem Sinne, Leute, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.